nächster Renntag, 4. Oktober 2010. Ah, hier kann man reinschauen. Oh, die sind auch ganz warm. Vorsicht, Absturzgefahr. Hobby Dieri, servus Christa, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht's, hi. Daniel ist wieder mit am Start und ihr seht's auch schon hier im Hintergrund. Wir haben hier eine ehemalige Trabrennbahn und was hier zu sehen gibt, jetzt wie mir jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Zur Geschichte dieser Trabrennbahn. 1912 ist hier das erste Mal was veranstaltet worden, also vor über 100 Jahren. Und 1981 ist sie aufgekauft worden und ist das draus entstanden, was jetzt hier ist. Und knapp 3 Jahrzehnte später ist sie dann verlassen worden. Also was wir jetzt im Internet rausgefunden haben, 2011 wurde sie verlassen und seitdem steht sie so da. Und wie man sieht, es steht noch ziemlich viel rum. Aber wir werden jetzt einfach mal hier entlang gehen. Die Tribünen sind nämlich da hinten. Und da wollen wir natürlich schauen, ob wir da reinkommen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier auf diesem Weg entlang gehen. Was mich auch mega fasziniert, hier sind so viele Fußgänger, also das interessiert hier eigentlich auch gar keinem, ob man hier entlang geht. Es sind alle Lampen stehen noch da, diese Lampen hier. Dann hier, diese ganzen Lampen stehen alle noch, ist auch nichts beschädigt. Und naja, es ist ja auch komplett offiziell begehbar. Es steht auch vorne lustigerweise ein Schild, dass die Hunde auf die Wiese nicht kacken sollen. Und ich sehe von hier aus gleich mal Tribünen, die etwas unterirdisch gehen. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin und schauen uns das Ganze an. Hier auch noch schön zu erkennen, ein geteerter Weg neben der Trabrennbahn. Und da daneben ist dann auch noch mal so eine Art Kiesweg. Und da hinten ist irgendwas, das ein bisschen unterirdisch ist. Oder zumindest von hier aus unterirdisch ausschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich bin das allererste Mal auf einer Trabrennbahn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und bin wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, was wir hier alles zum Sehen kriegen. Ja, ich stehe jetzt hier vor dieser... Ich denke mal, das war mal eine Anzeige für irgendwas. Aber selbst jetzt, wo ich hier davor stehe, habe ich keinen Plan, was das sein soll, könnte, werden, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall hier geschützt durch eine dicke Glasscheibe und dahinter sind, ich habe, gelb, ist das vielleicht, ich habe keine Ahnung. Aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob einer von euch weiß, was es ist. Vielleicht war von euch schon mal einer auf einer Trabrennbahn. Ich kann mir höchstens jetzt eins vorstellen, dass sich das natürlich elektrisch irgendwann irgendwie umdreht. Aber das sind ja 1000 Anzeigen. Ach, jetzt glaube ich, verstehe ich den Sinn. Wenn man sich diese 1 anschaut und diesen Doppelpunkt, jetzt, dann steht die Zahl quasi, wenn man die jetzt alle hoch hat, wisst ihr, wie ich meine? Dann hat man hier den Strich. Und hier hoch die 1 und dann hier wieder runter. Da werden quasi die Rundenzeiten eingetragen. Da müssten ja eigentlich, okay. Ich hätte jetzt gemeint, ob da Tribünen stehen, dass die dann hier drauf schauen können, aber das ist ja auch ziemlich noch unterhalb der Rennbahn. Ich habe keinen Plan. Hier, da sieht, da jetzt erkennt man es. Hier, so habe ich das gemeint. Die stellen sich dann so hin und dann wird halt hier was angezeigt. Und hier steht zum Beispiel oben nächster Renntag. Ah, genau, so wie ich gemeint habe, dass sich diese einzelnen Zahlen so aufdrehen. So konnte man dann hier lesen, was hier steht. Habe ich tatsächlich so auf die Art und Weise auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall ist es eine riesenlange Anzeigetafel, wo hier halt einfach mal alles angezeigt wurde, was es hier so zum Anzeigen gibt. Ja, jetzt, ich rede so ein Bullshit, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan.
Auf jeden Fall ist das eine riesengroße, lange Anzeigetafel. Natürlich muss man sich die Bäume da wegdenken, dass man an die Anzeigetafel lesen kann. Und was ich da gerade noch lesen kann, nächster Renntag, 4. Oktober 2010, 18.30 Uhr. Oh, interessant. Das heißt, vor 14 Jahren knapp war der nächste Renntag angezeigt oder der nächste Renntag geplant. Das ist 2011, genau, ist sie ja verlassen worden. Aber was mich ja viel mehr interessiert, ob man da in das Gebäude reinkommt. Ihr wisst, warum ich lache. Ja, das ist jetzt die Tribüne und das Gebäude. Und hier ist ja eigentlich das interessante Corpus Delicti, wo man bis jetzt nicht reinkommt. Aber wir werden trotzdem unser Glück versuchen und einmal rundherum laufen und schauen, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt. Hier ist auch mächtig mit NATO-Draht das Ganze zugehangen, dass man hier nicht drüber steigt. Und ich weiß noch nicht, ob auf der ganzen Anlage hier irgendwie Strom drauf ist, weil hier wird nämlich gleich schon das erste Schild in dem Video überwacht. Man kann hier aber auch nicht reinschauen, man sieht gar nichts, das ist alles zugehangen. Das sind komplett blickdichte Fenster. Hier steht wieder Video überwacht. Ne, das habe ich gemeint, hier ist eine Kamera. Aber das ist einfach nur eine Lampe mit Bewegungsmelder und die Lampe sieht mir gegenüber zu den vorhandenen hier aus, also zu den alten, sieht mir die relativ neu aus. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass hier tatsächlich noch Strom drauf ist und dass das Gebäude an für sich immer noch bewacht wird. Man sieht auch hier keine Einbruchsspuren und gar nichts. Und hier kann man reinschauen. Hier sieht man jetzt, dass auch keine Unordnung oder irgendwas ist. Es ist alles ordentlich aufgeräumt. Von oben tropft Wasser runter auf den Boden. Der Boden da unten ist nass. Also läuft auch schon das Wasser durch. Aber ich würde halt trotz alledem gern da reinschauen wollen. Alles vernagelt, verbrettert. Manchmal sind die einfachsten Türen auf, aber man muss auch extrem aufpassen. Ich habe jetzt gerade wieder gesehen, da drüben läuft wieder ein Pärchen spazieren. Also ganz so einfach ist das Reinkommen hier auch nicht. Man sieht aber auch hier, wird immer mal wieder versucht reinzukommen. Ich denke mal, überall da, wo Bretter sind, ist die Scheibe eingeschlagen worden. Und an jedem zweiten Fenster hängt ein Schild, Video überwacht. Schauen wir mal hier rein, ob man hier reinschauen kann, ob man da was sieht. Es ist Wahnsinn. Man sieht nichts. Es ist eine absolut blickdichte Scheibe. Komisch. Hier sind wir jetzt im hinteren Bereich von der Tribüne. Ihr hört es vielleicht auch, da unten ist die Hauptstraße. Da fährt dann irgendwann mal ein Auto durch. Also man kann hier absolut einfach so hin. Und es steht tatsächlich an jedem dritten Fenster steht ein Schild Video überwacht. Wobei ich glaube ich eher davon ausgehe, dass die Videoüberwachung drinnen stattfindet. Weil hier draußen ist noch, habe ich noch keine einzige Kamera gesehen. Würde für mich jetzt aber auch keinen Sinn machen, wenn man hier frei zugänglich gehen kann. Sie hätten ja Millionen Aufnahmen, was sie ja eigentlich gar nicht haben dürften. Aber gut, Datenschutz ist sowieso ein anderes Thema. Hier sieht man auch wieder verschiedenste Versuche des Einbruchs, die aber auch gleich wieder vereitelt wurden. Hier richtig dicke, fette Schrauben. Vielleicht kann man hier nochmal reinschauen. Na okay, hier sehen wir genau das, was wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Da hinten ist der Wasserschaden. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ein Reinkommen in das Tribünenhaus nicht möglich ist. Schaut eigentlich. Hier auch richtig fett mit Stahlplatten. Wow, mit Schlagbolzen. Die arbeiten schon mächtig dran, dass man nicht reinkommt. Ein lieber Mann. Hier habe ich gerade entdeckt, hier ist ein Baustromkasten. Dieser Baustromkasten, da ist auch Strom drauf, weil der brummt. Und hier unten sieht man die schwarzen Kabel, die gehen da unten ins Haus rein.
Also das Gebäude wird tatsächlich auch noch Strom haben. Und was ich auch noch gesehen habe, diese Kästen, die hier hängen, brennt auch Licht. Oh, die sind auch ganz warm. Also hier ist auch Strom drauf. Ist das für Solaranlagen am Dach oben? Die schauen doch normalerweise anders aus. Das sind doch irgendwelche Zähler. Aber hier vorne stehen auch so komische Stromkästen. Ach nein, Telefonica. Das ist nicht Solarenergie, das ist Mobilfunk. Das müsste ja dann heißen, ach ja, stimmt. Mobilfunk, denn, ihr seht sie vielleicht schon, da oben ist eine Mobilfunkantenne. Deswegen auch der Stromkasten, dass da noch Strom drauf geht. Dann ist aber eventuell der Strom auch tatsächlich nur für die Mobilfunkanlage da oben. Das sieht man ja auch immer öfters, dass in verlassenen Gebäuden, große Hochhäuser, Krankenhäuser, Kirchtürme, dass ganz oben der Mobilfunkmast ist und dass die Anlage, genauso wie hier, frei zugänglich ist, dass man da einfach hingehen kann. Anscheinend existiert in dem Bereich kein Vandalismus, weil sich keiner hintraut, weil da wahrscheinlich mächtig Strom drauf ist. Kriegt man gleich eine gewischt, wenn man da irgendwas macht. Muss ich anscheinend rumsprechen, weil bisher habe ich noch keinen Schaden an solchen Anlagen gesehen, wenn man die irgendwo auf die Location finden. Aber auch da oben fette, dicke Halogenscheinwerfer, die ja in der heutigen Zeit wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr rentabel sind, weil die viel zu viel Strom fressen. Der letzte Eigentümer der Trabrennbahn übrigens, der hat einen ganz lustigen Namen. Und zwar heißt der Urban mit Nachnamen. Urban Exploring. Hat irgendwas. Und der muss auch hier in Pfaffenhofen eine Brauerei haben und dem gehört das Ganze, weil ich lese nämlich auch gerade hier urbanes Bier, also er macht sogar für seine Biermarke hier Werbung. Ihr seht es da oben, die weißen Schilder, da steht Urbanus Bier drauf, Festhalle, Trabrennbahn. Naja, schade, ich wäre ganz gern da reingekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da im obersten Stockwerk in der ganzen Reihe hier, da sieht man die Rückseite der Stühle. Hier rechts oben stehen auch Tische. Also schaut mir das Ganze so aus, als dass das noch irgendwie genutzt wird. Oder die haben damals vor knapp über 10 Jahren die Stühle da oben hingestellt und die stehen da immer noch. Aber die schauen von hier unten relativ neu aus, also unbenutzt, unbeschädigt, in Reihe und Glied. Aha. Da oben ist ein Ausgabefenster, das ich eigentlich nur dann kenne, wenn man vor diesem Fenster stehen kann. Normalerweise ist ja so ein Ausgabefenster unten, dass ich vor dem Fenster stehe und dann meine Eintrittskarte entgegennehmen kann und beziehungsweise das Geld reinreichen kann. Warum das jetzt da oben im fast dritten Stock ist? Keine Ahnung. So, nochmal im Hintergrund die Trabrennbahn. Wir verlassen die jetzt. Diesen öffentlichen Lost Place? Genau, das ist ein absolut öffentlicher Lost Place. Hier rennen auch die Leute mit den Hunden rum, obwohl, habe ich ja schon Anfang gesagt, hier da ein Schild steht, dass da keine Hunde auf die Wiese kacken dürfen. Aber es hat ja jeder Hundebesitzer seinen Hundekackbeutel mit dabei. Aber egal, wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Location. So, jetzt müssen wir ein bisschen leise sein, weil jetzt kommen wir nämlich zu einem Bereich, wo wir nicht wissen, ob lost oder nicht. Hier ist einfach mal alles voll mit Akten, Computer, Drucker. Das ist ja eine riesen Halle. Das geht ja bis ganz da hinten hin.